Wie bekommst du als Fotograf oder Filmemacher mehr Reichweite auf Instagram, auf den neuen Plattformen wie Threads, Facebook und so weiter und so fort? Wir wünschen uns natürlich als Fotograf, Filmemacher natürlich, dass viele Leute unsere Qualität sehen, unsere Bilder sehen und sich dann natürlich anschließend bei uns melden und bei uns anfragen. Das ist natürlich unser Traum. Warum aber viele Fotografen, Filmemacher das komplett falsch verwenden, das erkläre ich natürlich heute und wie du das natürlich besser machen kannst als die meisten da draußen. Reichweite ist nicht gleich Kunden. Ja? Viele Leute haben sehr große Reichweite, haben aber kaum Kunden und noch kaum Geld. Und wie du nicht in diese Falle kommst, erkläre ich dir heute. Das Wichtigste ist, dass du bei den richtigen Leuten zu sehen bist, bei den richtigen Leuten auch mit dem Angebot zu sehen bist. Weil natürlich, wir Fotografen, Filmemacher, wir lieben es, wenn wir Likes bekommen, wenn wir Kommentare bekommen auf Instagram, wenn Leute sagen, wie cool wir sind und wie toll unsere Arbeit ist, das ist alles mega. Aber innerlich wollen wir ja trotzdem mit dieser Reichweite ja auch Kunden anziehen, Anfragen bekommen, Shootings bekommen. Das ist ja das Endziel, warum wir überhaupt diese Reichweite vorab haben wollen. Das Problem, was jetzt die meisten Fotografen, Filmemacher und eigentlich nahezu jeder macht, ist, sie posten ganz viele Sachen von Shootings oder Kameras oder geben Tipps, wie man die richtige Blende macht, wie man richtig belichtet, worauf zu achten ist, um eine gute Selbstständigkeit aufzubauen als Fotograf oder Filmemacher und so weiter und so fort. Was das aber für Leute anzieht, sind natürlich andere Fotografen und Filmemacher. So. Das heißt, du baust jetzt eine Reichweite auf an Leuten, die sind nicht deine potenziellen Kunden. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeitsfotograf bist und brauchst natürlich Brautpaare und jetzt machst du natürlich Content-Inhalte für andere Fotografen, so guess what, die Leute folgen dir, sind aber andere Fotografen, die werden bei dir nicht buchen. Ja, die werden natürlich schauen, hey, wie cool macht er das und so, lernen vielleicht auch ein paar Sachen. Du gewinnst dadurch Reichweite, aber diese Reichweite verpufft ins Nix, weil du kannst daraus anschließend keine Kunden gewinnen. Und das ist der Hauptfehler bei vielen Fotografen und Filmemacher. Überlege dir, was für eine Zielgruppe möchtest du ansprechen. Um was für Inhalte wollen diese Leute sehen, die du dann dafür dann dementsprechend erstellst. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt, sage ich mal, Business-Fotografie machst oder sowas, was wollen Business-Leute denn wissen? Was kannst du für Business-Leute erstellen? Und dann musst du halt aufpassen, nicht wieder in diese Fotografie-Filmmacher-Schiene zu stark abzudriften, dass andere Fotografen, Filmmacher das angenehm finden. Weil natürlich, wenn wir ein Like bekommen, wenn wir einen Kommentar bekommen, das ist so Dopaminstoß und wir sagen, ey geil, wir sind relevant, die Leute feiern uns und so weiter und so fort. Wenn aber am Ende des Tages daraus keine Kunden und kein Umsatz entsteht, irgendwann zerfällt das und du hast dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Du kannst das nicht ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre durchziehen und bekommst keinen Return. Weil auch wenn du 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 Follower dadurch generierst, bringt dir das letztendlich nichts, wenn du daraus keine Shooting-Anfragen bekommst und dadurch irgendwann verlierst du den Spaß. Zum Beispiel auch dieser Kanal hier, der hatte ganz, ganz wenige erst YouTube-Abonnenten, aber selbst mit bis zu 500 YouTube-Abonnenten habe ich schon zig Kunden im Monat hier mit dementsprechend als Anfragen dann auch gewonnen über den Kanal. Weil was viel relevanter ist, dass die paar wenigen, die dich sehen, passend zu deinem Angebot sind und bei dir anfragen. Ja, mittlerweile wächst das natürlich immer stetig schneller und wird natürlich mit Laufe der Zeit, wenn man dranbleibt, noch immer größer. Wir haben jetzt auch noch viel, schon ein paar Tausender jetzt hier auf dem Kanal. Das ist aber generell zu einem, der groß ist, also großer Influencer ist, immer noch nicht viel. Es gibt Leute, die haben 50.000, 100.000 und mehr Abonnenten. Das hilft aber trotzdem nicht, weil wenn die dann dadurch keine Anfragen und keine Kunden gewinnen, hilft das nicht. Ja, weil das, was du bekommst an irgendwelche Einnahmen über die Werbung oder sowas, das ist nicht viel. Ja, das sind vielleicht 300, 400 Euro, die du vielleicht maximal in einem Monat bekommst. Da brauchst du nur ein Shooting machen, hast du das wieder drin. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Sie wollen natürlich diese Wertschätzung, Relevanz von außen haben und so weiter und so fort. Aber letztendlich zählt, ob du am Ende des Tages das machst, was du liebst. Und das ist halt ein Shooting durchzuführen. Du möchtest gerne fotografieren, du möchtest gerne filmen. Ja, und natürlich ist dann dieser Gedanke, oh, Social Media, jeder macht ja Social Media, was habe ich denn? Ich hab ja generell Zeit, kann ja ein bisschen was posten und dies, das, jenes. Aber da wird bei niemandem was anschließend passieren, da werden keine Shootings draus passieren. Ja, diese Falle möchte ich dir hier mit sagen, dass du da nicht reintappst als Fotograf, Filmmacher. Schau dir mal deinen Instagram-Kanal an, deinen Threads-Kanal. Bist du da schon zu stark in dieses Fotografen-Filmmacher-Schiene reingefallen? Was sind das für Follower, beziehungsweise was für Content erstellst du? Was sind das für Leute, die dann dementsprechend dir liken und schreiben und kommentieren? Bist du schon in so einer Fotografen-Filmmacher-Falle reingetappt, wo ihr euch zwar in dieser Bubble bewegt, aber was für Kunden soll dann anschließend kommen?
Oder musst du halt also ein bisschen umstrukturieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich verlinke dir auch mal hier ein Video zu dem neuen App Threads, wie man damit umgeht und wie man auch diese Falle so ein bisschen rauskommt und dementsprechend auch verbessern kann. Wenn du als Fotograf oder Filmemacher dich natürlich weiterentwickeln willst und schnell vorankommen möchtest, weil immer nur Social Media Inhalte posten ist als Fotograf oder Filmemacher tatsächlich nicht der beste Weg, dann schau dir gerne mal meine Bücher an, meine Hörbücher, meine Videokurse, findest du alles in meinem Shop. Da kannst du dich vielleicht natürlich dann weiterbilden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis dann.